Herzlich willkommen zum Kurs Kernphysik. Wir haben uns ja schon etwas intensiver mit der Karlsruher Nuklidkarte beschäftigt und wir wollen jetzt einmal die Karlsruher Nuklidkarte verwenden, um Zerfallsreihen uns anzuschauen. Wir erinnern uns, in der Karlsruher Nuklidkarte sind die schwarz markierten Nuklide die stabilen und eigentlich möchte jedes Nuklid irgendwann einmal stabil werden. Das heißt, sie zerfallen so lange, bis sie die sogenannte stabile Rinne, das heißt die schwarzen Elemente, die schwarzen Nuklide erreicht haben. Und einige Nuklide haben es natürlich besonders schwer, dahin zu kommen, zum Beispiel Uran. Wir schauen uns hier mal das primordiale Uran 238 an. Und Uran 238 zerfällt hier im Wesentlichen durch Alpha-Zerfall. Und Alpha-Zerfall bedeutet ja in der Nuklidkarte, wir gehen zwei Schritte nach unten und zwei Schritte nach links und landen dann schließlich hier. Und das ist Thorium-234. Und jetzt geht das immer weiter. Thorium-234 zerfällt durch Beta-Minus-Zerfall in Protactinium-234 und dann so weiter und so fort, bis wir schließlich beim Polonium-218 landen. Und beim Polonium-218, das finden wir hier, müssen wir hier mal ein bisschen hinschauen, Polonium-218, das ist hier dieses Nuklid. Da sehen wir hier unten diese kleine blaue Ecke. Das heißt, mit einer 5%igen, etwas weniger als 5%igen Wahrscheinlichkeit zerfällt Polonium-218 durch Beta-Zerfall und mit bis zu 95% Wahrscheinlichkeit durch Alpha-Zerfall. Deswegen findet hier eine Verzweigung statt. Einmal durch Beta-Minus-Zerfall und einmal durch Alpha-Zerfall. Wir nehmen jetzt mal den Hauptzweig. Der Hauptzweig führt also zum Blei-214. Das ist über den Alpha-Zerfall. Dann findet ein Beta-Minus-Zerfall statt. Blei-214 zerfällt durch Beta-Minus-Zerfall in Bismut-214. Und hier findet wieder eine solche Verzweigung statt beim Bismut-214 mit einer Wahrscheinlichkeit für den Alpha-Zerfall diesmal, die kleiner gleich 5% ist. Und mit einer hohen Restwahrscheinlichkeit, dass ein Beta-Minus-Zerfall stattfindet. Und damit ist der Hauptzweig, den wir jetzt hier weiter fortführen, der führt zum Polonium-214. Alpha-Zerfall zu Blei-210, Beta-Minus-Zerfall zu Bismut-210 und hier gibt es wieder eine Verzweigung beim Blei-210. Wenn wir beim Bismut-210 sind, zerfällt das durch Beta-Minus-Zerfall in Polonium-210. Und das zerfällt schließlich durch Alpha-Zerfall in Blei-206 und Blei-206 ist stabil. Das heißt, das ist das Endnuklid dieser radioaktiven Zerfallsreihe, die mit Uran-238 anfängt. Man nennt diese Reihe auch die Uran-Radium-Reihe, weil hier ein ganz wichtiger Bereich das Radium-226 ist, wo das Ganze durchgeht, was dann in Radon zerfällt. Zum Thema Radon kommen wir noch in einem späteren Video. Auf jeden Fall landet man hier beim Blei-206. So, jetzt gibt es natürlich noch weitere Zerfallsreihen. Wir haben jetzt einmal die Uran-Radium-Reihe gesehen, die zerfällt zu Blei-206. Dann bei dem ebenfalls primordialen Uran-235 fängt das auch mit einem Alpha-Zerfall an. Dann landen wir hier beim Thorium-231 und dann geht das immer so weiter, bis wir schließlich beim Blei-207 ankommen. Und dann gibt es noch eine dritte Zerfallsreihe, Thorium-232, das ist ebenfalls primordial und das zerfällt auch durch Alpha-Zerfall zunächst und landet dann schließlich nach einer langen Zerfallsreihe beim Blei-208. Blei hat also vier stabile Isotope, das eine ist Blei-204, die anderen drei stabilen Isotope, 206, 207 und 208, sind Radioblei, das heißt, das sind Endnuklide von diesen radioaktiven Zerfallsreihen. Was ist noch eine Besonderheit der radioaktiven Zerfallsreihen? Wir schauen uns mal die Zahlen hier oben an. Also bei einem Alpha-Zerfall ändert sich die Massenzahl A, also die Nukleonenzahl, um 4. Bei einem Beta-Zerfall, egal ob Beta-Minus, Beta-Plus oder Elektroneneinfang, wir haben hier natürlich nur Beta-Minus-Zerfälle, ändert sich diese Massenzahl nicht. Mit anderen Worten, es kann sich die ursprüngliche Massenzahl oder Nukleonenzahl immer nur um ein Vielfaches von 4 nach unten ändern. Das bedeutet, dass alle Massenzahlen hier die gleiche Form haben, also 238 bis 206, all diese Zahlen hier
haben die Form 4n plus 2 mit einer natürlichen Zahl n. Ja? Das ist also sozusagen Kongruenz 2 modulo 4, wie man so schön sagt. Beim Uran 235, da starten wir hier, landen wir beim Blei 207. Das sind alles Zahlen der Form 4n plus 3, also Kongruenz 3 modulo 4, wenn man so will. Beim Thorium 232 sind alle Zahlen hier durch 4 teilbar. Das heißt, wir haben sozusagen Kongruenz 0 modulo 4. Das heißt, wir haben die Massenzahlen in der Form eines Vielfachen von 4. Das bedeutet, man kann also, wenn man weiß, zu welchem Blei das hier zerfällt, und man weiß, dass Blei 204 kein Radioblei ist, kann man sofort wissen, wo die Zerfallsreihe endet, wenn die beim Uran 238, Uran 235 oder Thorium 232 beginnt. Es gibt übrigens noch eine schon ausgestorbene Zerfallsreihe, die allerdings bei der heutigen Menge an künstlichen radioaktiven Stoffen vielleicht schon wiederbelebt ist. Die fängt beim, kann man also durchaus beim Plutonium 241 anfangen lassen, und die hat dann die Form, dass alle Massenzahlen 4n plus 1 haben. Hier fehlte uns ja noch 4n plus 1, wir haben ja 4n, 4n plus 2, 4n plus 3, fehlt uns noch 4n plus 1, also sozusagen Kongruent 1 modulo 4. Und das führt dann dazu, dass man schließlich beim Bismut 209 landet. Bismut 209 hat man bis vor ein paar Jahren noch für stabil gehalten. Jetzt schauen wir mal in dieser Version, in der neuesten Version der KSV-Nuklidkarte, ist es allerdings als primordial ausgezeichnet. Das heißt, Bismut 209 ist radioaktiv. Das bedeutet, es zerfällt, weil hier Alpha-Zerfall angezeigt ist, zerfällt in Thallium 205. Und das Endnuklid dieser letzten Reihe ist Thallium 205. Übrigens haben diese Zerfallsreihen alle Namen. Dies hatte ich schon die Uran-Radium-Reihe genannt. Das ist die sogenannte Uran-Actinium-Reihe hier, die bei Uran 235 beginnt. Das ist, wer will es ihr verdenken, die Thorium-Reihe. Die beginnt nämlich hier beim Thorium. Und Thorium ist natürlich auch ein enorm wichtiges chemisches Element. Und hier, das ist die sogenannte Neptunium-Reihe. Die beginnt zwar beim Plutonium 241, allerdings spielt hier das Neptunium natürlich auch eine große Rolle, das zum Teil dann noch in der Natur vorkommt und die hier schließlich dann auch die Reihe beim Thallium 205 endet.